Hallo, ich bin Christian Korzeniewski, 29 Jahre alt, reise mit meinem Vater in der RV Wuhratal-Frankenberg im Regionalverband 455, bin nebenbei noch erster RV-Vorsitzender und Jugendobmann des Regionalverbandes. Da sind unsere Reiseschläge. Links, wo die Treppe hochgeht, das ist der Vogelschlag. In der Mitte ist der Weibchenschlag. Und ganz rechts, wo jetzt ein paar draußen sitzen, das ist der Jungtierschlag. Oben auf dem Haus sitzen die Zuchttauben. Aufmerksam geworden bin ich durch die Taubenzeitung, dass dies Jahr wieder eine Olympiade stattfindet. Dann habe ich mich bei dem Konrad Meierhofer und bei dem Michael Koch gemeldet. Die haben dann zu mir gesagt, dass ich zum Hans-Jürgen Wolf nach Gießen muss. Ja, dann bin ich an einem Sonntagmorgen mal kurz nach Gießen gefahren, habe ca. 15, 16 Tauben mitgenommen, die die Bedingungen dafür hatten für die Olympiade. Und der Hans-Jürgen Wolf hat mir dann 6 Tauben ausgesucht, die ich mit nach Frankfurt nehmen sollte. Natürlich haben wir uns sehr gefreut, dass wir in diesem Jahr wieder eine Olympiataube stellen dürfen für Deutschland. In 2017 haben wir schon einmal teilgenommen. Dort belegten wir den 9. Platz in der Standardklasse damals bei den jungen Männchen. Das sind die beiden Nestbrüder 1012 und 1013. Diese beiden Vögel standen damals 2017 in der Endauswahl zur Olympiade. Den 1012 haben sie damals mitgenommen nach Brüssel. Er machte dort den 9. Preis in der Standardklasse junge Vögel. Und der 1013 musste ein Jahr später nochmal an der Reise teilnehmen. Dort wurde er direkt bester jähriger Vogel der RV und FG, viertbester Jähriger im Regionalverband und 13. bester jähriger Vogel von Hessen. Der 1013 ist wiederum Vater zu unserer diesjährigen Olympiataube 980, die mit 5 Preisen und 301 Asspunkten bei der Jungtierreise sehr erfolgreich teilgenommen hat. Hier noch einmal die 980 mit ihrem Partner, dem 552, ein Vogel von Manfred Meyerholz. Die 980 ist eine sehr ruhige Täubin, sehr zutraulich. Und wenn es um Erdnüsse geht, steht sie natürlich an erster Reihe. Der Vater, der 1013, ist ein eigener, selbstgezogener Leistungsvogel. Und die Mutter der 980 kommt vom Sportfreund Manfred Meyerholz aus Bassow.